Hallo, ich bin's wieder, euer DJ M-Line. Heute präsentiere ich euch ein paar neue DJ-Tipps. Wie übe ich das Beat-Matching? So, jetzt zur Theorie. Ich habe hier auf ein Stück Papier eine Wellenkurve von einem Lied gezeichnet. Die grünen sind die Bassschläge, die wir auf uns beim Beat-Matching konzentrieren müssen. Wenn wir jetzt das zweite Lied anschauen, schauen wir es meist so an. Unser Ziel ist natürlich, das hinzubekommen, dass beide Bassschläge parallel aufeinander laufen. Das schaffen wir nur, indem wir das Jogwheel beim CD-Player oder bei dem Plattenspieler an der Platte drehen. Wir drehen so lange, dass es so ist. Wenn es so ist, hört man nichts. Die beiden Lieder laufen schön synchron übereinander. Man hört es eindeutig, wenn es so ist. Ihr wart sicher auch schon mal im Club und habt gedacht, oh, was macht der DJ hier? Es tönt grauenhaft. So, jetzt gehen wir, glaube ich, mal zur Praxis rüber. So, jetzt fangen wir praktisch an. Hier ist mein Lied A und hier ist mein Lied B. Wir starten einfach mal mit dem Lied A. Da hört ihr den Bass sehr gut. Wenn ich jetzt das zweite Lied reinfaden will und ich habe noch nicht gebeatmatcht, tönt das in etwa so. Ihr hört katastrophal. Wenn ich jetzt hier drehe, merke ich, ja, ich drehe, ist immer noch nicht perfekt. Nee. Schon besser. Ich würde sagen, jetzt ist gut. Habt ihr gehört? Den Unterschied zwischen dem hier und dem hier. Das ist perfekt. Hier hat man das Beatmatching geschafft. Ich danke euch für das Zusehen meines Videos. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert mich, liked mich. Dankeschön fürs Zuhören.